Ey, mein PC ist viel geiler wie deiner. Hab doch einen viel größeren Arbeitsspeicher, ja. Ja, und dafür habe ich eine größere Festplatte. Also sei bloß ruhig hier. Wieder richtig Scheißgelaber hier. Jupp, heute geht's um den Speicher. Was es da so gibt und warum man mit mehr Arbeitsspeicher den geileren PC hat, sehen wir jetzt. Okay, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick, welche Speicher in so einer Kiste überhaupt vorhanden sind. Zum einen haben wir unseren Hintergrundspeicher, auch als Sekundärspeicher bezeichnet, auch bekannt als Festplatte. Dieser Speicher dient dazu, eure krassen Urlaubsfotos, Filme, Datenprogramme und was ihr sonst noch so da drauf habt zu speichern. Kurz gesagt, zur Archivierung der Daten. Das Herzstück der ganzen Speicher ist der Arbeitsspeicher, auch Hauptspeicher bezeichnet. Er ist verantwortlich dafür, ob der PC der ultra krasse Motherfucker ist oder eher die lahme Rumpelkiste. Umso größer der Arbeitsspeicher, umso mehr Datenmengen kann er verarbeiten und somit schneller lesen und schreiben. Experten unter euch bezeichnen den Hauptspeicher auch als RAM. RAM steht für Random Access Memory. Der Arbeitsspeicher besteht aber nicht nur aus RAM, sondern auch aus ROM. ROM steht für Read-Only Memory. Der Unterschied ist, RAM kann lesen und schreiben und ROM kann, wie der Name schon sagt, nur lesen. ROM wird daher meist nur für Betriebssysteme oder Anwendungsprogramme verwendet, also Programme, die nicht verändert werden sollen. Wichtig zu merken ist, der Arbeitsspeicher besteht aus zwei Typen, RAM und ROM, und ist der wesentliche Faktor für die Leistung eines Computers. Wie ihr ja wisst, muss der Speicher mit dem Prozessor, der Oberboss im System, irgendwie in Verbindung gebracht werden. Dazu ist die sogenannte Cache da. Der Cache-Speicher ist ein Zwischenspeicher. In dem werden die meistverwendetsten oder auch die nächsten Daten und Befehle zwischengespeichert. Im Prozessor selbst gibt es dann auch noch Speicher, diese werden dort als Register bezeichnet. Sie werden für Ablegen von Informationen verwendet. Alter Schwede, ganz schön viele Speicher in so einem Ding. Damit diese ganzen Speicher nicht so sinnlos in der Gegend rumeiern und irgendwie mit dem Prozessor zusammenarbeiten können, gibt es eine festgelegte Speicherhierarchie. Auf der untersten Ebene befindet sich der Sekundärspeicher, da er meist der größte ist und wenig auf diesen zugegriffen wird. Danach folgt der Arbeitsspeicher, maßgeblich für die Leistung verantwortlich. Der Cache-Speicher als Bindeglied zum Prozessor, die Register innerhalb des Prozessors und zu guter Letzt die CPU. Der Cache-Speicher, die Register und die CPU gehören dabei zum Prozessor. Klar, oder? Dieses Prinzip der Hierarchie nennt man auch Top-Down organisiert. Das bedeutet, nach unten wird der Speicher immer größer und nach oben wird die Zugriffszeit schneller. Dadurch wird der Datentransport von unten nach oben gewährleistet. Soweit so gut. Wir haben ja gelernt, umso größer der Arbeitsspeicher ist, umso krasser ist unser Computer. Warum ist das so? Die Daten im Arbeitsspeicher werden in sogenannte Speicherzellen gelegt. Die Speicherzellen können unterschiedlich breit sein. Dabei gilt, umso breiter, umso mehr geht rein. In der Regel sind die Zellen 8 Bit, also 1 Byte groß. Jede Speicherzelle kann mit einer Nummer identifiziert werden. Diese Nummer nennt man auch Adresse. Ihr könnt euch vorstellen, eine Speicherzelle ist wie ein Haus und jedes Haus hat eine Adresse. Adressen werden in Binärzahlen dargestellt. Die Anzahl der Speicherzellen hängt davon ab, wie viel Bit wir zur Adressierung haben. Was heißt denn das schon wieder? Die Anzahl der Bits zur Adressierung sagt uns, wie viele mögliche Kombinationen es gibt, Binärzahlen zu erstellen. Haben wir zum Beispiel 32 Bit zur Verfügung, können wir damit 2 hoch 32 Adressen produzieren und somit haben wir 2 hoch 32 ansprechbare Speicherzellen. Das sind so um die 4 Milliarden. Daraus leiten sich die zwei Kenngrößen im Arbeitsspeicher ab. Einmal die Breite M einer Zelle und die Gesamtanzahlen der Zellen errechnet durch N gleich 2 hoch N. N steht dabei für die verfügbaren Bit für die Adresse. Mit diesen beiden Werten lässt sich die Speicherkapazität berechnen, indem wir einfach die Anzahl der Speicherzellen mal ihre Größe rechnen, sprich 2 hoch N mal M. Machen wir mal ein Beispiel. Die Breite der Zellen beträgt 1 Byte. Zur Adressierung haben wir 32 Bit zur Verfügung. Also haben wir insgesamt 2 hoch 32 Speicherzellen. Rechnen wir das jetzt zusammen, also 1 Byte mal 2 hoch 32, kommen wir auf etwas über 4 Milliarden Byte. Und das sind ganz genau 4 Gigabyte. Nochmal zur Erinnerung, 1 Kilobyte gleich 1024 Byte. Also hätten wir einen Arbeitsspeicher von 4 Gigabyte. Schon mal okay.
Haben wir jetzt eine Breite M von 4 Byte und 40 Bit zur Adressierung, kommen wir auf 4 Byte mal 2 hoch 40. Das sind umgerechnet 4 Terabyte. Und euer PC würde schneller arbeiten, als ihr blinzeln könnt. Am besten, ihr merkt euch, um die Kapazität des Arbeitsspeichers zu berechnen, brauchen wir einmal die Breite einer Speicherzelle und die Anzahl der Bits für die Adressierung. Gut, dann fassen wir nochmal zusammen. Das Speichersystem im Computer ist hierarchisch aufgebaut. Ganz unten befindet sich der Sekundärspeicher zur Archivierung der Daten. Dann folgt der Arbeitsspeicher, welcher für die Leistung verantwortlich ist. Der Cache-Speicher ist das Bindeglied zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher. In die Register werden Informationen für den Prozessor geladen. Daten werden im Arbeitsspeicher in sogenannten Zellen gespeichert. Die Größe des Arbeitsspeichers ergibt sich aus der Breite der Speicherzelle mal der Anzahl der Zellen. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann benutzt einfach unsere Suchzeile. Ansonsten ladet unsere App auf jeden Fall im App und Play Store runter. Wir freuen uns auf euch, bis zum nächsten Video und bis gleich.